Jenny, wir können doch noch zusammen sein, aber ich kann auch gleichzeitig mit Mike befreundet sein. Ja, ich will aber keinen Mann, der das Schwanz riecht. Der arbeitslose Mike hat den Schock seines Lebens und befürchtet nun das Schlimmste. Sein bester Freund Micha ist informiert und eilt herbei. Mike! Alter, Mike, Mann! Hör auf zu saufen, was ist denn los? Ich hab deine Nachrichten gesehen, Mann! Alter, mir geht's so dreckig! Mir geht's so dreckig, Mann! Alles ist im Arsch, Mann! Ey, spuck aus, Mann. Ich hab alles stehen und liegen lassen im Büro, Mann. Ich hab Termine, aber für dich bin ich hier, Mann. Ich weiß das, Mann. Ich weiß das. Es ist mir so peinlich, weißt du? Dir muss nichts peinlich sein, Mann. Du bist wie mein Bruder. Du warst auf dem 90. von meiner Oma. Ich weiß. Ey, das war mega besäufnis, Mann. Das war geil. Ich spuck schon aus. Komm, Mann. Ich bin für dich da, egal was ist. Ich sag's niemandem, Mann. Ich sag's niemandem, Mann. Ey, ich wurde vergewaltigt. So, jetzt ist raus. Alter, was? Ja. Ja, Mann! Wann ist das passiert? Heute Morgen, da war ich mir ein Schleuder und bin aufgestanden, war fertig und dann guck ich so in den Spiegel, ne, und mir runter und so und dann meine Balls, ne? Ey, da ist ein Riesennaht, ne? Und mich hat jemand aufgeschnitten und dann wieder zugenäht! Wer macht denn sowas? Diese Naht hat jeder, du Vollidiot! Ey, du wurdest auch vergewaltigt? Ob ich vergewaltigt wurde? Ey, du spinnst doch, Alter. Ey, Micha! Ey, was ist los, Mann? Guck dir das an! Ich guck mir das nicht an! Das ist hart groß, Mann! Junge, wir sind hier an einem Friedhof, Mann! Das ist mega krass! Pack den wieder ein! Ich guck mir das nicht an! Ich verstehe drauf, dass du das siehst! Du solltest das sehen, Micha! Mike wurde nicht vergewaltigt. Ich meine, wir waren zusammen im Biokurs. Das ist völlig einfach zu erklären. Jeder Embryo hat Schamlippenfalten. Und bei Frauen bilden sich daraus die Schamlippen. Bei Männern bildet sich daraus der Hodensack. Und diese Naht, die ist für immer erkennbar. Wieso schnallt er das nicht, Mann? Wieso schnallst du das nicht? Ey, Micha, ne? Ey, der ist total verrückt geworden, ne? Ey, jetzt behauptet er, ich hätte Schamlippen, ne? Ey, ist so bekloppt, ne? Ich sag euch, ey, das ist die Alte von dem, ne? Ey, das ist die, ey, ohne Witz, ne? Seitdem wir zusammen sind, ne? Ey, da ist ja nicht mal dasselbe, ne? Seitdem trinkt er auch nicht mehr. Das ist doch nicht normal! Als Micha schließlich nachgibt und sich Mikes Hodensack anschaut, taucht plötzlich Michas Freundin Jenny auf. Ding, ne? Ja, ist tiefer. Riesig. Nee, guck mal tiefer, ich noch tiefer. Ich kann nicht noch tiefer. Micha, tiefer! Ja. Micha? Ehrenamt, Ehrenamt! Hi Jenny. Ich sehe schon Ehrenamt. Hi, hier den ekelhaftesten Typen einzulutschen, das ist ein tolles Ehrenamt. Ey, ich hab ihn kein gelutscht. Richtig, Mike. Ich ne? Hab's schon gesehen. Hat er nicht gemacht, ne? Du hast mir erzählt, dass du Flüchtling hilfst, du scheiß Wohnung. Das du mach ich sicher. Auch. Mike, sag ihm, was ich gemacht habe. Nein, er hat meinen Hund nur untersucht. Nein, das hab ich nicht. Dass ich 10 Sekunden zu spät kam, verdammte Scheiße. Ey, pass mich nicht an. Mal, ne? Ey, seitdem du da bist, ne? Seitdem ich da bin, hat er kein Alkoholproblem mehr. Er kriegt wieder eine hoch. Ich krieg wieder Du kannst wieder mit deiner Mutter reden! Ja, merkst du, was falsch ist? Merkst du, Eike? Der war so wie du, du Hilfe! Das ist krank, Mann! Alter Fuchs, man kann das hier alles beruhigen. Jenny, wir können doch noch zusammen sein, aber ich kann auch gleichzeitig mit Mike befreundet sein. Ja, ich will aber keinen Mann, der das Schwanz riecht. Babe, nein, bitte geh nicht. Lass die Alte doch gehen, ey! Ich hab Mike nicht eingeblasen, Mann. Mike, Mann! Ich bin total schockiert. Ich habe das nicht erwartet. Also ich wusste natürlich, Micha ist ein femininer Typ und vielleicht ein bisschen. Ich dachte immer, der ist bisexuell, so Ryan Reynolds, aber doch nicht Mike, Alter. Das ist der Besowski im Dorf. Der duscht jeden Tag im Brunnen der Stadt. Ich mach das, weil die Regierung das empfohlen hat, ne? Man denkt dann immer, was hat man jetzt mit dem da gleich? Weil irgendwie muss er ja auf uns beide stehen und das macht einen krank. Jenny. Ey, der Habeck, ne? Der hat ja doch im Fernsehen noch gesagt, ne? Dass man Wasser sparen soll wegen der Umwelt und wegen dem Ukraine-Krieg und so, ne? Weil sowieso alles teurer geworden ist. Ey, sogar das Bier, ey, ne? Deswegen, das Wasser im Brunnen ist doch eh da. Was kriegst du dich also auf? Oder sag doch mal was, Micha. Also Unrecht hat er jetzt nicht. Die Inflationsrate ist derzeit bei 7,9%. Ja, das, was er gesagt hat! Ich auch, gib mir deinen Autoschlüssel. Ich fahr nach Hause, pack deine ganze Scheiße da rein und dann lass ich den Wagen in den Rhein rollen. Ruf mich nie wieder an! Das ist nicht mein Wagen! Und das ist auch nicht... Micha! Das ist nicht deine Wohnung! Komm, lass gut sein, ist vorbei, ne? Ach, ey, kann ich wenigstens ein paar Tage dann bei dir pennen oder... vielleicht heute nur? Ey, sorry, man. Das ist echt viel für mich, ne? Ey, nimm's mich übel, ne? Ich brauch jetzt auch mal ein paar Tage Abstand, ne?
Auch wenn Micha heute seine langjährige Freundin und seinen Schlafplatz verloren hat, so sollte er die positiven Dinge aus der Situation ziehen. Immerhin hat er, man könnte sagen, dass... Oh, scheiße, Mann, er ist ein echt armes Schwein. Naja, bin da mal weg.